Also, herzlich willkommen bei der ADT. Mein Name ist Abdullah Toprak. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma ADT. Bin jetzt schon seit 20 Jahren bei der ADT tätig. Gestartet als Softwareentwickler und seit 8-9 Jahren als Geschäftsführer. Mein Stellvertreter ist Herr Saraç Günther, er ist COO. Wir sind ein Familienunternehmen, wo sicher die Nachfolgeregelung schon bekannt ist. Und hier seht ihr sogar die Aktionäre von der Firma ADT. Also es sind 4 Personen. Wir haben kein Fremdkapital, also keine Fremdaktionäre in dieser Firma. Es sind alles Familienmitglieder. Gegründet wurde die Firma ADT 1995 durch meinen Onkel, Herr Saraç. Mittlerweile sind wir doch einige Jahre auf dem Markt, wie das Roger uns mitgeteilt hat, mit Alarmierungslösungen. Unser Standort ist in Gladbruck. Das ist in der Nähe vom Flughafen Zürich, 2 Minuten entfernt. Wir machen hauptsächlich Softwarelösungen im Alarmierungsbereich. Und das ist unsere Hauptstärke mit diversen Schnittstellenentwicklungen, Interfaces, Output, Softwareanbindung an Telefonanlagen und so weiter. Nebst Alarmierungslösungen machen wir auch Patientenruflösungen mit dem Namen Medicare Plus. Und selbstverständlich haben wir auch Alleinarbeiterlösungen mit App oder Geräten integriert. Im Prinzip machen wir für den Kunden oder für den Partner alles von A bis Z. Also auch haben wir eine eigene Hotline-Nummer für Störungen oder für Pike-Anrufe, wo dann der entsprechende Techniker aufgeboten wird. Genau, so kurz zu der Firma ADT. Unsere Hardware Appliance, das sieht folgendermaßen aus. Wenn nichts Spezielles gewünscht wird vom Kunden, oder kundenseitig, liefern wir immer ein Backoff-System. Backoff ist sehr bekannt in der Industrie. Man sieht dort die Maßeinheiten. Es ist nicht, also sehr klein wie eine Zigarettenschachtel, kann man sagen, von der Größe her. Das ist unsere Hardware Appliance. Auf diesem Backoff-System läuft die Alarmierungslösung namens Armix. Backoff hat den Vorteil, es ist ein Industrierechner, es ist lüfterlos, es ist DIN-schienenfähig und so weiter. Für größere Anwendungen nehmen wir natürlich Server mit Dual Power Supply 1 etc. Auch mit 4 Stunden Critical Support von Dell ist alles inklusive. Natürlich kann auch der Kunde selber eine virtuelle Umgebung zur Verfügung stellen, wo wir dann die Alarmierungslösung per Remote installieren. Genau. Softwarelösung, AMX, so heißt unser Produkt. AMX setzt sich zusammen aus Alarm Management Exchange. Entschuldigung. Wir bedienen mit verschiedenen Paketen verschiedene Kundensegmente, AMX Small bis XL, Extra Large. Ein AMX Small könnte sein mit einem Input, einem Output. Eine Brandmeldeanlage könnte ein Input sein, ESPA 444. Und Output könnte ein SMS-Modul sein, ganz links. Zum Beispiel Verkehrshaus Luzern ist unser Kunde. Dieser hat ein AMX Small, hat seine BMA angeschlossen an AMX und per SMS wird er dann alarmiert, wenn es an der Brandmeldeanlage eine Störung gibt, zum Beispiel. Wir nehmen AMX XL bei Spitäler oder bei ganz Großkunden, wo man die Lösung auch Hot-Hot im Betrieb hat. Wir kommen später darauf, was eine Hot-Hot-Lösung ist. Bei all diesen Varianten, AMX Small bis Extra Large, kann auch der Kunde uns eine VM zur Verfügung stellen. Nebst On-Premise-Lösungen, AMX S bis XL, bieten wir auch Cloud-Lösungen an. Das heißt bei uns dann nicht mehr AMX, das heißt bei uns Alarm 365. Da kann man sich gut merken vom Office 365. Es ist ein Managed Service, wo der Kunde dann für einen Cloud-Dienst verschiedene Pakete zur Verfügung hat und auch verschiedene Paketmodelle
zur Verfügung stehen. Genau. Patientenruflösung ist ein zweites Produkt, das wir herstellen und entwickeln. Es nennt sich Medicare Plus. Hier ein Beispiel mit GETS-Elementen auf der linken Seite. Das sind GETS-Produkte. Natürlich sind wir auch nicht nur GETS zertifiziert, wir bieten auch Lösungen binden auch Johnson Controls, Zettler, Medical 8000 etc., Honeywell, Ascom. Also all diese Schnittstellen sind bereits integriert. Der Vorteil mit GETS ist natürlich, wir können alle Protokolle von GETS integrieren. Das ist eine funkbasierte Patientenruflösung. CAN-Bus ist integriert, Jack ist integriert. Bei Johnson Controls Zettler haben wir auch bereits alle Schnittstellen integriert, von ESPA 444 bis ESPA Plus, ESPA XML und so weiter. Mit Medicare Plus hat man den Vorteil, dass man ein komplettes Patientenruflösung beim Kunden in Betrieb nehmen kann und die ganze Logik auf dem Medicare Plus läuft. Wir alarmieren Meldungen auf Stationszimmer oben rechts. Auf verschiedenen Etagen sieht man verschiedene Meldungen. Man sieht die Meldungen auf der Mobile App. Das heißt, der Patient ruft links, also drückt auf der linken Seite im Zimmer einen Knopf und das Pflegepersonal sieht auf der Mobile App die entsprechende Meldung. Natürlich können wir auch die Meldungen auf verschiedene Deckgeräte senden. Vitals, Gnome, Gigaset etc. Genau. Also wenn irgendwelche Fragen sind, dann könnt ihr das jederzeit in den Chat schreiben. Dann könnte ich auch jetzt hier stoppen und dann sofort Antworten geben, wenn ihr das möchtet. Sonst mache ich mal weiter. Ich muss immer auf die Zeit schauen. Ich habe noch knapp 15 Minuten Zeit. Die Hot-Hot-Architektur von AMIG sieht folgendermaßen aus. Ich habe vorher gesagt, Großkunden nehmen in der Regel redundante Alarmierungslösung von uns. Das heißt bei uns Hot-Hot, das heißt beide Systeme sind aktiv. Wir haben keine Master-Slave-Lösungen. Der Vorteil von Hot-Hot ist, man kann alle Eingänge, also Schnittstellen, wo angeschlossen sind, werden von beiden AMIG-Systemen erkannt. Und angenommen, dieser AMIX Hot 1, dieses Hot 2, Hot 1 erkennt den OPC-Alarm und redet kurz mit dem Hot 2, soll ich auslösen oder machst du das? Wenn Hot 1 entscheidet, ich löse aus, dann kann er hier den Anruf über verschiedene PBXs, das People von SIP-Trunk oder Enterprise SIP von Swisscom, den Anruf starten. Wenn dieser SIP-Trunk down wäre, wird dieser Alarm auf den Sekundär PBX geleitet und so können wir bis 8-fache Redundanzen bilden. Wir haben einen ganz großen Kunden in der Schweiz, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, er hat eine 8-fache Redundanz von PBX eingebaut mit unserer Lösung, weil verschiedene PBX auch georedundant aufgebaut sind. Load Balancer ist auch möglich. Was ist ein Load Balancer? Wenn zum Beispiel ein Großalarm passiert, eine Evakuation, Hot 1 entscheidet, ich mache jetzt diesen Anruf über PBX 1 und die PBX 1 hat zum Beispiel nur 60 SIP-Linien zur Verfügung. Wir können den Alarm über den PBX 1 laufen lassen und die restlichen Teilnehmer über die zweite PBX laufen lassen. Somit haben wir 120 SIP-Kanäle, wo wir dann benutzen für die Alarmierung. Genau. Eine Hybridlösung, Cloud-Lösung ist auch möglich. Das sieht man hier mit dem Alarm 365. Das ist unsere Cloud-Alarmierungslösung. Dahinter ist auch der AMIX Core. Man kann hier aus der Cloud komplett alles direkt starten, via Web-Oberfläche.
Via SMS kann man Alarme starten, via App kann man Alarme starten und so weiter. Wenn es vor Ort Schnittstellen braucht, dann sind es Links. Da braucht man on-premise eine Alertbox, was nichts anderes ist als unsere eigene Lösung, wo die verschiedenen Schnittstellen vor Ort detektiert und dann Richtung Cloud sendet. Das heißt, die ganze Konfiguration ist auf der Cloud-Seite, Alarm 365. Die Alertbox ist ein reiner Gateway, wo die Schnittstellen vor Ort die Ereignisse von Schnittstellen detektiert und dann Richtung Cloud sendet. So läuft das ganze Prinzip mit der Cloud-Hybrid-Lösung. Alleinarbeiterlösung haben wir ein PNG-Gerät von Felsenmeer. Vielleicht ist das bekannt. Es ist ein 3G-Gerät. Wir warten auch, wie alle anderen Distributoren auf dem Markt, auf ein 4G- oder 5G-Modell. Aber dieses Modell mit Shalosh Echo heißt das, mit dem roten Knopf, grüne Taste, schwarze Taste, läuft sehr stabil auf dem Markt. Es hat einen SOS-Sensor, SOS-Knopf, wo man sofort Hilfe rufen kann. Es hat einen Lagealarm, Sturzalarm etc. Natürlich kann man auch Indoor-Lokalisierung machen, diesen speziellen Barkens. Wenn man keine Barkens benutzen möchte, dann gibt es einfach eine GPS-Koordinaten, wo Richtung Alarm 365 übermittelt werden, falls die GPS-Koordinaten vorhanden sind. Genau. Auch hier die ganze Konfiguration vom Felsenmeer übernimmt die ATT. Das heißt, wir können die Geräte liefern. Wir liefern auch die Konfiguration mit der Inbetriebnahme der Cloud-Lösung. LoRa-Anwendungen sind sehr interessante, also es gibt sehr interessante Möglichkeiten mit LoRa. Wir bieten beides an, also Private LoRa oder Public LoRa Anbindung. Public LoRa würden wir über das Swisscom LoRaWAN Netzwerk machen und bei Private LoRa kann der Kunde ein LoRa Gateway kaufen, wo lokal von einem SOS-Button oder IoTracker-Button circa 20 Kilometer oder 10 Kilometer Distanz übertragbar ist, wird das zum LoRa Gateway gesendet und von dort geht es weiter zur Alarm 365. LoRa Gateway hat einen Vorteil, es geht über LTE, es geht über Wi-Fi, Ethernet, hat diverse redundante Kanäle eingebaut. Was kann man mit dem LoRa Button machen? Man kann sie für SOS-Situationen einsetzen, also am Empfang unter dem Tisch zum Beispiel. Ohne Verkabelung kann man einen SOS-Button montieren und von dort aus über längere Distanz bis zu einem Gateway Private LoRa Alarm übermitteln Richtung Cloud. Temperaturmeldungen und so weiter, ist alles möglich. Genau. Was bieten wir sonst noch an? Es gibt diverse Cases, wo Kunden einen eigenen PK-Kalender konfigurieren möchten. Wir bieten das Ganze im WebGUI an. Also PK-Organisationen können im PK-Kalender vom AMX abgebildet werden. Das bedeutet, man kann im Voraus die verschiedenen Schichten planen und diese auch für verschiedene Störungsmeldungen einsetzen. Wir benutzen für unser eigenes Hotline-System unseren eigenen PK-Kalender, wo der entsprechende Techniker angerufen wird. Zum Beispiel ein Hotline-Anruf ankommt. Man kann den PK-Kalender für verschiedene Situationen anwenden, zum Beispiel für einen Sanitätsalarm oder First Responder etc. Genau. Ich habe hier noch einen ganz speziellen Case aufgezeichnet. Es kommt manchmal die Frage, was ist ein Reha-Alarm? Ein Reanimationsalarm, Spital, muss schnell reagiert werden. Aus diesem Grund haben wir mit dem AMX die folgende Möglichkeit, wie man das auf dem Schema sieht. Man hat hier unten eine Situation, ein Reha-Herzstillstand zum Beispiel. Das Pflegepersonal nimmt sofort den Hörer in die Hand, wählt die Nummer 222,
ist ein interner Realarm-Nummer. Der Alarmserver bekommt diesen Anruf, macht sofort ein Konferenzgespräch mit diversen Ärzten, Oberärzten, bindet sie in ein Gespräch, ein Konferenzgespräch zusammen. Das ganze Gespräch wird auch aufgenommen auf dem Alarmserver. Also man braucht hier nicht noch zusätzliche Recording-Systeme. Der AMX kann so konfiguriert werden, dass auch die Gespräche aufgenommen werden. Genau, eine sehr hilfreiche Lösung, Unterstützung für EAV. Funktioniert natürlich auch über SIP, People von SIP-Trunk oder der andere PBX SIP-Trunk, also über andere PBX Anschlüsse sind auch möglich. Genau. Schnittstellen. Man sieht hier unten einen Link. Ihr könnt mal gerne später mal draufklicken. Da werdet ihr die komplette Schnittstellenliste sehen, was wir schon entwickelt haben. Von Bucknet, von ESPA, von OPC. Diverse Schnittstellen haben wir integriert. Wir sind immer noch jeden Tag immer welche Schnittstellen zu entwickeln. Im Moment sind wir dran an einer Siemens Desigo CC-Schnittstelle über die REST API. Normalerweise bringt eine Siemens-Schnittstelle eine ESPA, aber bei einem anderen Projekt müssen wir die REST API von Siemens anbinden. Genau. Nebst den Interfaces haben wir natürlich auch Output-Module. Da gibt es auch sehr also zahlreiche Module, wo wir die Meldungen per E-Mail, per SMS, Anruf, Konferenz, Meldungen auf Pop-up-Clients oder auf PC-Clients. Man kann Relais schalten, man kann Konferenzschaltungen bilden und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten mit unserem Kurier. Hier sieht man den ATT-Alarmserver in der Mitte. Um das ATT-Logo sind verschiedene Brands aufgelistet. Diesem Schema möchte man eigentlich dem Kunden zeigen, dass der Alarmserver mit ATT ein Investitionsschutz ist. Wenn der Endkunde zum Beispiel von Unify auf Peoplephone wechselt, dann muss er nicht die komplette Alarmierungslösung neu einkaufen. Wir wechseln einfach nur das Protokoll von Unify auf den People von SIP-Trunk. Wir haben sehr viele Integrationen mit diversen PBXs bereits gemacht. Es gibt ganz spezielle PBXs, Leistungsmerkmale von PBXs, wie zum Beispiel Unify. Dort kann man zum Beispiel besetzte Teilnehmer trennen. Das geht nicht mit jeder PBX. Wir sind sehr stark bei Evakuationsmeldungen. Wir können 200 Calls per Second absetzen. Das ist eine sehr große Anzahl, wo zum Teil einige PBXs damit Mühe haben. Wir müssen uns eher verlangsamen, dass solche Anrufe möglich sind. Genau. Alarmierung auf Deckt. Das machen wir schon seit x Jahren. So haben wir auch gestartet, dass wir die Alarm-Messages direkt auf verschiedene Deck-Displays senden. Man sieht dann auf dem Display die Alarmierungsmeldung, wo der End-User mit Softkey die Meldung akzeptieren oder ablehnen kann. Man hat die Möglichkeit, bei verschiedenen Geräten Vibro einzuschalten, verschiedene Ruftöne einzustellen und so weiter. Auch hier online, man sieht die verschiedenen Integrationen mit verschiedenen Decks. Als letztes haben wir Gigaset integriert. J-Link ist auch schon integriert. Also da kommen, ja, man sagt immer, ja, ist Deck nicht am Absterben. Ich sehe eher diesen Trend nicht. Ich sehe immer eine Mischlösung mit App-Lösung und Deck bei ganz wichtigen Rea-Gruppen zum Beispiel nimmt man noch gerne Deck in die Hand anstatt eine App. Genau, ich mache mal sonst weiter, habe nicht mehr lange Zeit. Die Mobile-App-Alarmierung sieht folgendermaßen aus.
Die Altitude-App läuft auf iOS und Android-Geräten. Man bekommt Push-Nachrichten auf die App mit der entsprechenden Alarmmeldung. Hier wird angezeigt, wie lange der Techniker oder wie lange der User noch Zeit hat, um die Meldung zu quittieren mit dem grünen Knopf oder die Meldung abzulehnen mit dem roten Knopf. Nach der Quittierung hat der Techniker die Möglichkeit, die Alarmmeldung abzuhören in der Mitte. Und auf der rechten Seite sieht man einen Realtime-Monitor. Es wird in der App angezeigt, welche Personen die Meldung quittiert haben oder abgelehnt haben und so weiter. Es gibt diverse Kacheln. Diese sind rollenbasiert. Das heißt, je nach Rolle und User werden einige Kacheln eingeblendet oder ausgeblendet. Somit kann zum Beispiel jemand, wo befugt ist, einen Evakuationsalarm auszulösen, kann man hier das Cutter-Modul, dieses Modul, wo man oben rechts sieht, einblenden. Genau. Alleinarbeiter-App-Lösung bieten wir auch an. Da gibt es auch schon diverse Features, Lagealarm, Fallalarm, bis zur Batteriealarm, das sind alles schon integriert. Und läuft heute aber nur auf einem Android-Gerät. Genau. Unser Vertriebskanal sind nicht alle Partner hier aufgelistet, aber wir verkaufen unsere Lösungen hauptsächlich über Partner. Man sieht hier mit Google Map, das ist ein Ausschnitt von unserem CRM. Hauptsächlich sind wir in der Schweiz tätig, aber außerhalb von der Schweiz haben wir auch Lösungen im Einsatz und ja, da sind wir froh um neue Partner, welche unsere Lösungen auch gerne treiben möchten. Genau. Der Partner wird demnächst auch ein Setup bekommen, wo er selber oder selbstständig den Alarmserver installieren kann, mit einem Lizenzschlüssel konfigurieren kann und so weiter. So. Dann kommen noch ein paar Referenzen, da bin ich eigentlich schon fertig. 5 Minuten vor dem Schluss. Hotel Lolder ist unser Kunde mit einem AMX für diverse OPC-Alarme. SNMP-Traps, E-Mails werden gelesen, ausgewertet und so weiter. Universitätsspital Basel mit 2 redundanten Alarmserver, Hot-Hot. Da alarmieren wir die diverse technische Alarme, aber es geht auch um Realarme, was man vorher auch schon gesehen hat, wie das so funktioniert. Also deswegen heißt auch unser Slogan hier unten Alarmierung für Leben und Technik. Ein System, wo man im Prinzip Menschenleben retten kann, aber auch technische Organisationen einen Mehrwert geben kann. Ja, in diversen Branchen haben wir auch schon einige Lösungen im Betrieb. Das sind so einige, wo unsere Direktkunden sind, wo wir auch betreuen. Gerne könnt ihr sonst auf mich zukommen, wenn es mal ein Referenzbesuch stattfinden soll. Ich glaube, für eine Demo haben wir jetzt wenig Zeit, aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne auf diesem Link zum Demo-Alarmserver testen. Ich kann euch einen Account geben. Die ganze Oberfläche, die ist neu mit Responsive Design, mit Zwei-Weg-Authentifizierung, mit White Labeling, das heißt, der Partner kann sein eigenes Logo hochladen und so weiter.